Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir hören schon den Norris da hinten in der Nähe Selbstgespräche führen, indem er die ganze Zeit sagt, sie würde es mögen. Er hat das Messer in der Hand. Bitte stech mich nicht ab. Baden gegangen. Oh, das hört sich nicht gut an. Norris, was machst du hier draußen? Ich will Myriam ihr Messer geben. Willst du mich begleiten? Natürlich. Und was hält dich zurück? Ich bin nervös. Das Messer, das du ihr gemacht hast, gefällt dir bestimmt. Was mache ich? Ich schenke einer Frau ein Messer. Das ist doch dumm. Sie wird es zu schätzen wissen. Und es auch benutzen. Jetzt habe ich es gemacht. Dann kann ich es ihr auch geben. Genau so geht es, mein Freund. Gar nicht erst die Angst zeigen, dann wird die Frau das nicht riechen. Frauen können Angst riechen. Es ist so. Dafür sind sie ausgebildet worden. Kommst du? Sei nicht so langsam. Hallo Myriam. Hallo Norris, hallo Connor. Würde gern mit euch quatschen, doch ich habe Ellen einen Ballen Fälle versprochen. Und ich habe noch jede Menge zu tun. Ich muss sofort in die Wälder aufbrechen. Was für eine Knarre. Zwei Jäger sind besser als einer. Ich kann helfen, wenn du magst. Würdest du? Ich wäre sehr dankbar. Ich habe hier was für dich. Vielleicht hilft es dir. Ich muss jetzt aber wirklich dringend los. Ich werde mich bedanken, wenn ich zurückkomme. Also bis dann. Ein Küsschen. Triff mich an meinem nördlichsten Hochsitz, wenn du dein erstes Fell hast. Das hörte sich nicht sehr begeistert an. Ich werde mich bedanken, wenn ich wiederkomme. Na, ihr Mädels? Er kommt. Ja, Mann. Was ist mit dem Wolf los? Wie ich es ihn einfach nicht mehr interessiert hat, nachdem ich seinen Freund aufgeschlitzt habe. Er schlitzt gerade meinen Freund auf, er ist beschäftigt. Ich sollte ihn später angreifen. So, ich habe drei Fälle. Ja, Mann. Das war einfach. Ich hätte auch in den normalen Missionen mehr Pfeil und Bogen benutzen müssen, ne? Habe ich gar nicht drauf geachtet. War einfach nur in dieser Assassin's Creed 2 Phase, wo ich einfach nichts benutzt habe. Ja, eigentlich muss man nichts benutzen. Es ist natürlich anders, als wenn man was benutzt, taktischer. Aber naja. Was ist nur los? Huch! Messerkampf. Connor, ich brauche Hilfe! Da habe ich genau das Richtige. Ein Wilderer. Ach, das ist ein Wilderer. In meinem Gebiet wildern. Dafür werde ich dich erwürgen. Oh, sie hat nicht viel Leben. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Komm schon. Halte durch, Myriam. Du hast hier ein wunderschönes Messer. Nicht der. Ach, wir kennen uns. Die Zeit für Erbarmen ist vorbei. Ich kann ihn nicht erstechen. Tötet mich nicht. Habe ich den nicht letztens schon erschossen? Aber ich habe ihn schon zum zweiten Mal erschossen. Ohne dieses Messer hätte der verdammte Speicherlecker mich abgemurkst. Ein Geschenk zur rechten Zeit, wie es scheint. In der Tat. Ich muss mich bei Norris dafür bedanken. Du hast ihm Küsschen gegeben. Das war dank genug. Ja, Frauen bezahlen mit Küsschen. Und irgendwie ein bisschen krank, ne? Die Männer müssen Geld ausgeben. Und die Frauen. Ja, cool, alles gut. So, ich denke mal, letztens kommt die Hochzeit. Wir machen große Schritte, Freunde. Große Schritte. So, Myriam ist noch da. Nein, tatsächlich keine Hochzeit. Aber dann geht es nach New York.
Genau dahin. Übrigens, falls wir jetzt wirklich durch sein werden, diese Folge mit den ganzen Quests, dann werde ich, falls sie zu kurz ist, sie an die andere Folge ranschneiden. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich zweimal Hallo sage. Nur mal so zur Info. Nicht, dass alle denken, ja, Zero hat verkackt, er hat vergessen zu schneiden, dieser Kacknoob, man sollte ihn verprügeln. Wir suchen die Frau, oder er sucht die Frau, er sucht seine Frau. Und ich werde... Meine Frau und ihre Tochter. Wo sind sie hin? Ich werde ihn direkt bitte, wahrscheinlich bitte. Zu ihr führen. Hä, was? Was hast du denn für ein Problem? Wo ist die Frau, die hier... Oh nein, nicht du. Oh doch. Was willst du, kleiner Bursche? Dann läuft er wieder weg. Ach so. Ich dachte, ich soll ihn töten. Töte so gerne. Oh, sehr gut versteckt. Er hat sie sich geschnappt. Wohl doch nicht so gut versteckt. Herzen rübergeworfen? Ein bisschen arm, oder? Das war relativ wach. Und wenn ich mich jetzt teleportiere, wird er niemals wissen, wo ich hin nicht gegangen bin. Ich einfach wegploppen werde. Plopp! Und da sind wir auch schon. Ach, kleidest du gerade den Burschen ein, ja? Ich habe die Ballen. Wunderbar. Ich hoffe, es war nicht zu viel Mühe. Dein Ehemann war da und sprach schlecht von dir. Er lief weg, als er mich sah. Oh je, das sieht diesem verkommenen Mistkerl von Mann wieder ähnlich. Wenigstens konntest du mir das Einzige, was mir etwas bedeutet, besorgen. Vielen Dank, Connor. Aber er hat mich verfolgt. Hundertprozentig hat er mich verfolgt. Aber somit hätten wir das auf jeden Fall auch abgeschlossen. Der Textilbote. Fortschritt beendet. Wuhu! Ich kann mich gar nicht, ich kann mich in meiner Siedlung gar nicht so schnell drehen. So. Wird es jetzt endlich Zeit für die Hochzeit? Wir haben uns jetzt echt lange genug Zeit gelassen. Oh, was ist denn hier los? Hä? Connor! Was ist los? Der letzte Strohhalm. Mistkerl von einem Mann versucht, mit ein paar Freunden in ihr Haus einzubrechen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Ah, wusste ich's doch, er hat mich verfolgt. Hallo, Ladies. Ich bin es. Wenn du ihr zu nahe kommst, reiß ich dich in Stücke. So, kommst du dran. Langsam. Moment, das sind doch mehr, oder? Hey, du! Hallo? Okay. Soll ich zuerst die anderen töten? Mach ich. Wenn die einfach mit dem Messer rausholen. Warum muss ich die denn zusammenschlagen? Einfach töten. Ich meine, dann haben wir sogar Abendessen. Wird viel immer mehr. Oh Bullshit. Ja gut, dann verprügeln wir die Jungs halt. Sachgemäß. Mit der Faust. Connor! Ains Mistkerl von einem Mann versucht, mit ein paar Freunden in ihr Haus einzubrechen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Am helllichten Tage, ihr seid Noobs. Ganz ehrlich, ihr seid Noobs. Gut, mach ich euch erstmal fertig. Dann kriegst du, was du verdienst. Das wirst du bereuen.
So, willst du mich verarschen oder was? Komm jetzt raus, du Schlampe! Jetzt wirst du keine Frau beeindrucken. Du bist gar nicht in der Lage, für uns zu sorgen. Verschwinde bloß, du Säufer! So, weg mit dir. Und jetzt kommst du dran. Komm her, Kollege. Verschwinde endlich! So. Ach, du wolltest gerade ans Fenster gehen. Oh, blöd für dich. Ach, jetzt will der nächste ans Fenster gehen. Oh, blöd für dich. Will noch jemand ans Fenster gehen? Ja. Das ist nicht mein Problem. Ach, da ist noch einer, der ans Fenster will. Komm, geh doch ans Fenster. Ellen und Maria sind frei von dir. Das sage ich. Das sagen die Leute hinter mir. Glaub mir, wenn ich dir sage, falls du jemals wieder hier auftauchen solltest, bringe ich dich um. Du kannst sie haben. Hab Dank. Ihr alle. Noch nie hat sich jemand so für uns eingesetzt. Wir halten zusammen, Ellen. Ich fühle mich zu Hause. Ich werde einen Weg finden, mich bei euch zu bedanken. Versprochen. Hätte ihn einfach töten sollen, ganz ehrlich. Wie so gefährlich, dass er nachts irgendwann wiederkommt oder durchs Fenster steigt, aus der Sicht. Als wenn ein eifersüchtiger Mann sowas aufhalten könnte. Ich bin selbst eifersüchtig, ich weiß es. Nein, ich bin so krass auch. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Der letzte Strohhalm. Er ist gerissen. Wie ein Jungfernhäutchen. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel. So. Da haben wir doch den nächsten. Nanu? Kannst du mir kurz zur Hand gehen? Ich weiß nicht, ob dein Ehemann das mögen würde, wenn ich das tun würde. Weil ich sehe die Hochzeit. Hast du wenigstens ein hübsches Kleid an? Ich glaub nicht. Du bist wahrscheinlich, hat sie ihre Jagdklamotten an, voller Blut. Mein Freund! Norris, was machst du? Sie sagt ja! Miriam? Wir werden heiraten! Ich sagte, es ist keine gute Idee. Ist das wahr? Ja! Da du jetzt alles weißt, können wir reden? Es gibt so viel zu tun. Natürlich, was soll ich tun? Begleite mich zum Gasthaus. Ich habe dort zu tun. Oh, es gibt einiges vorzubereiten für die Hochzeit, ja? Norris ist ein Pedant, was Traditionen angeht. Miriam weiß leider nicht, wo ihr Vater ist. Und sie hofften, dass du seinen Part bei der Zeremonie übernimmst. Ich bin nicht vertraut mit den kolonialen Hochzeitsbräuchen. Du musst nur neben ihr hergehen bei der Zeremonie und sie Norris übergeben, wie ein Vater es tut. Es wäre eine Ehre. Wunderbar. Dann zu etwas anderem. Unsere Hochzeiten sind komplexe Feiern und erfordern, dass viele Hände zusammenarbeiten. Warren und Prudence müssen für Verpflegung sorgen und Ellen für angemessene Kleidung. Big Dave muss Eheringe schmieden, ich die Trauung vollziehen und Oliver und Corinne das Festmahl bereiten. Das ist viel Arbeit. Wir fangen hier an. Was heißt hier? Ein paar Tage später. Soll ich in die Tür gehen? Tatsächlich. Mit Norris reden. Was macht er in meiner Butze? Was soll denn das? Los. Connor. Alles scheint für den großen Tag bereit zu sein. Ist es. Nur ich finde Miriam nicht. Ich bin sicher, sie sorgt dafür, dass alles perfekt ist. Ich finde sie, mein Freund. Da hat jemand das Sausen bekommen. Oh je. Ach so. Die haben sich hier umgezogen. Oder die wollen sich hier umziehen. Nehme ich jetzt mal stark an. Yep, die ist durch die Hintertür verschwunden. Hat ihren Blumenstrauß hier liegen lassen. Na gut, sie mag auch keine Blumen. Kann ich gut verstehen. Viel zu klischeehaft.
Spiegel. Sie hat den Spiegel zertrümmert. Wieso lecke ich am Spiegel? Und tschüss. Miriam finden. Kleiner Schlawiner, bist hier durch die Äste gegangen, ne? Das ist eigentlich mein Trick. Aber gar kein Problem. Wir werden dich finden. Dann zwingen wir dich zur Hochzeit. Wir haben dir die ganzen Scheiß gemacht, damit du abhaust. Ganz ehrlich. Und so viele Folgen. Wofür? Damit du abhauen kannst? Was? So bist du markiert. Los mit dir. Gut. Okay, hatten wir wohl nur irgendwas gesagt. Okay, gut. Meinetwegen. Aber wo ist jetzt Miriam? Die hängt auf ihrem Hochsitz bestimmt. Da würde ich hingehen, wenn ich sie wäre. Ja. Lass mich in Ruhe. Nach einem goldenen Ziel suchen? Sieh sie doch, sie ist hier oben. Warum läufst du weg? Lass mich in Ruhe. Ich bin keine Hausfrau. Niemand hält dich für eine. Genau darum geht es hier doch. Viel zu schnell. Okay, kein Gespräch oder so? Was sollte diese kleine Sequenz werden? Warum? Ubisoft, warum habt ihr diese kleine 4-Sekunden-Sequenz drinne? Um sie weiter fortzuführen, cool. Ah, hab sie zurückgebracht. Schön, dass ich hier passende Klamotten habe. Er auch. Keine Musik? Oh, wir haben keinen Musiker eingeladen. Dreck, ich wusste, dass das fiel. Du darfst die Braut küssen. Was? Nicht mal ich will oder so? Küssi! Super. Küssi oder stirb! Ja, so viel zur Hochzeit. Ich dachte halt, wir müssen irgendwas für die Hochzeit vorbereiten. Offensichtlich ist eben nicht der Fall. Allerdings gehen wir jetzt auf einen Part zu, dem vielleicht nicht jeder gefallen würde. Die Hochzeit! Soll ich jetzt mit den Leuten hier reden? Connor, amüsierst du dich? Oh ja. Es ist schön, wenn alle zusammen und glücklich sind. Sieh dir die beiden an. Sie sind ein schönes Paar. Norris ist mein bester Freund und er konnte keine bessere Frau finden. Bin stolz auf ihn. Manchmal passen zwei Menschen einfach zueinander. Norris und Miriam brachte der Himmel zusammen. Connor, das war ich. Brachte sie zusammen. Ist es nicht so? Ich half Norris nur, den Mut aufzubringen. Der Rest kam von allein. So ist das. Und mein kleiner Bruder Joseph warf ihn in den Fluss. Anna, wir erzählten gerade von unseren Hochzeiten. Sehr muntere Feiern, wie es scheint. Munter? Mehr Schlägerei als Hochzeit. Wenn du Joe klein nennst, kannst du zu mir Big Terry sagen. Der Bursche ist ein Hühne. Mein jüngerer Bruder hatte einen Streit mit einem von Terrys Cousins. Eine Meinungsverschiedenheit über die Tanzkarte einer Lady. Ich sage nur, Terrys Cousin war danach schlagartig nüchtern. Armer Junge. Saß klatschnass da auf einem Baumstumpf, während Joseph seine Angebetete herumwirbelte. Hat ihm gut getan. Zeigte ihm, das Glück ist mit den Tüchtigen. Komm mal vor. Hallo? Wie plötzlich alle auf einmal geredet haben. Entschuldigt einen Moment. Danke. Es dauert nicht lange.
Ich möchte nur Connor und euch allen etwas zeigen. Ich sagte, ich werde einen Weg finden, mich für euer mutiges Einschreiten bei euch zu bedanken. Und heute möchte ich es endlich tun. Diese Flagge ist ein Symbol unserer Stärke und Einheit. Und ich hoffe, ihr werdet sie alle voller Stolz über euren Häusern und Geschäften hissen. Ich mache gerne eine für jeden Einzelnen, wenn ihr möchtet. Aber diese hier ist für dich, Connor. Oh, danke schön. Ist ein bisschen hässlich. Danke sehr. Wer hat dir die Farben ausgesucht? Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Flagge, auch wenn sie hässlich ist. Flagge ist Flagge. Jetzt können wir endlich Flagge zeigen. Jetzt weiß ich ja nicht, was das bedeutet. So, die Flagge steht. Moralische Unterstützung. Das finde ich gut. Die Hochzeit ist beendet. Und wir müssen uns jetzt auf nicht so tolle Dinge vorbereiten. Gehen als erstes mal. Was? Das ist ein bisschen näher dran. Aber gut. So, dann schauen wir mal in unser Hütchen. Was gibt's denn hier noch zu tun? Achilles, bist du hier? Da ist er doch. Rätsel des Landhauses. Es ist wunderschön, alter Mann. Wohl wahr. Ich fand ein Gemälde für über den Kamin. Es ist zurzeit in New York. Wenn du Zeit hast, möchte ich, dass du es für mich abholst. Natürlich. Gut. Vielleicht ist es hinüber. Das Haus lag in der Brandschneise des großen Feuers. Na, du wirst ja sehen, wenn du da bist. Werde ich tun. Aber vorher gucken wir noch, was die anderen von uns möchten. Aber was für eine Art Rätsel ist das? Nun, dies werden wir morgen erfahren. Sollte die morgige Folge unter 10 Minuten sein, werde ich sie hier im Anschluss reinschneiden. Das heißt, wir sehen uns entweder gleich wieder oder morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.